Grüß euch, meine lieben Pokémon-Fans da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Feuergrün. In der letzten Folge hatten wir die Flucht ergriffen von den Polizisten und Rot, also Red, also ich natürlich, habe versucht, die Polizei einmal abzulenken. Sind durch den Mount Kesmic gegangen und wir waren in Mega Groß City gekommen. Das zeige ich euch jetzt kurz. Wir sind in Mega Groß City, was natürlich ganz ein kleines Dörfchen war. Jetzt geht es nun direkt zum nächsten Ort und zwar nach Seeblatt City. Wir sind jetzt nun in Seeblatt City, wo die alte Villa hier sich befindet. Aber vorerst gehen wir mal hier hin. Mal sehen. Da nochmal ziehen und hier ein Spritzer Öl. Hab gar nicht bemerkt, dass du reingekommen bist. Ist das Falk oder was? Ach so, das ist Professor Palm. Ich bin Professor Palm. Sag mal, kennst du die Höhle ganz im Westen dieser Stadt? Man kann dort viele Einschlagskrater von Meteoriten finden. Was sehr merkwürdig ist. Ich meine, wie können Meteoriten eine Höhle einschlagen? Darüber sind schließlich 10 Meter massiver Fels. Das hier ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe. Ich will damit in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, wie das mit der Höhle passiert ist. Ich brauche allerdings doch noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle. Würdest du so nett sein und ihn für mich in den Meteorhallen suchen? Okay. Fliegen haben wir natürlich gar nicht. Also hier ist noch eine Arena, aber die glaube ich, die werden wir auch nicht hier betreten können. Bevor ich Orden sammle, soll ich erstmal das E und die Pokémon zurückholen. Das müsste jetzt dann diese Höhle sein. Meteorhallen. Mal sehen, was uns jetzt passiert in dieser Folge. Ich glaube, ziemlich Ungewöhnliches wird dann hier bevorstehen. Also, wie es aussieht, gibt es keine wilden Pokémon hier. Das ist ja nett. So, anscheinend gibt es keine wilden Pokémon hier. Ach scheiße, ich bin jetzt falsch gegangen. Okay, wieder runter. Wir werden diese Folge jetzt nur noch 20 Minuten machen oder so 25 Minuten. Mal sehen, wie lange das noch geht. Weil ich glaube, anscheinend wird es dann bald wahrscheinlich das Finale sein von Pokémon Feuergrün, weil es wird jetzt nicht so vieles kommen. Weil ich glaube, jetzt wird es dann bald die Stelle sein, wo es dann bald enden wird. Was haben wir hier? Ein Meteorit. Wer hat diesen Stein in einen Ball gepresst? Reifeleistung. Ist ja logisch. Pokémon-Game-Logik, Spiellogik, dass ein Meteorit immer ein Pokéball aussieht. Na gut. Dann lass uns mal anschauen, was hier hinführt. Alte Villa. Die Musik ist von Zinnturm. Verfluchte Villa Kunterbunt? Was? Verfluchte Villa Kunterbunt. Lass mich raten. Lebt da nicht etwa die Pippi Langstrumpf? Pippi Lotte Langstrumpf? Oh, ein Zwirrlicht. Mal sehen. Haben wir doch ein paar wilde Pokémon hier? Ja, tatsächlich. Ach komm schon, wie viele Pokémon gibt es da noch, ey? Ich habe dann die Hypertränke jetzt umsonst gekauft, oder wie? Wieder ein Sonderbonbon. Ich weiß nicht wieso, aber Schick ist irgendwie übertrieben stark, muss ich schon sagen. So. Vor allem Schneider. Na gut. Ich glaube, anscheinend wird es dann bald der letzte Part sein. Ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach muss es jetzt der vorletzte oder letzte Part sein. Es war ziemlich ein kurzes Projekt, aber mal sehen, was dann passiert. Was will das Zwirrlicht überhaupt von uns?
Was? Seit wann gibt's denn... Ich habe noch nie gehört, dass man Pac-Man hier spielen kann. Okay, wir spielen jetzt Pac-Man. Die werden immer schneller, habe ich das Gefühl. Aha, ich habe schon Pac-Man einmal gespielt, Leute. Ach, scheiße, ich bin gestorben. Man hat jetzt 3 Versuche. Das ist das Mindeste jetzt, das wissen wir jetzt. Ah, fuck. Jetzt muss ich aber schön aufpassen, wir haben noch das letzte Stück noch. Geiles Minigame, muss ich schon sagen. Fuck, Alter. Nee, ach komm, ach nö. Aber ich glaube, es ist nur ein Minigame, glaube ich nur. Aber da reicht mir ja fast gar nichts. Denn mit dem Meteorit war dann natürlich jetzt die Lösung gewesen, hier weiterzukommen. Ziemlich merkwürdig für so ein, so eine kleine Quest zu machen, aber naja. Dann mal schnell unsere Pokémon wieder mal kurz heilen, wer weiß man nie, was jetzt passiert. Wir gehen jetzt zurück zum Labor. Mit diesem Meteorit müssen wir jetzt den Professor geben. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt, weil wir haben jetzt noch keinen Weg gefunden, wie wir das E und das an die Pokémon wieder zurückbringen könnten. Vielleicht kommt jetzt ein wirkliches Ende dann von Pokémon Feuergrün in dieser Folge. CAC Forschungslabor. Mal sehen. Geben wir mal jetzt den Meteoriten an diesen Professor. Ah, da bist du ja wieder. Maike übergibt Meteorit. Okay, ich werde jetzt schnell den Meteoriten einbauen. So, jetzt ist er in der Zeitkapsel. Oh, mein Handy. Was? Ein neues Pokémon? Ich komme sofort. Tut mir leid, aber ich muss gehen. Das ist die Zeitkapsel von Professor Palm. Da ist ein rot leuchtender Knopf. Soll ich draufdrücken? Ja, probieren geht über studieren. Oh oh, was passiert jetzt? Oh weia, was passiert denn hier jetzt? Was? Pokémon Blaue Edition? Was geht denn hier ab? Und warum ist hier alles schwarz-weiß? WTF war das? Ich will endlich wissen, was hier abgeht. Warum bin ich nur an dieser Zeitkapsel gegangen? Wetten, ich sehe schwarz-weiß total blöd aus. Die Farben passen nicht zu mir. Außerdem sind sie für den nächsten Herbst vollkommen aus der Mode. Da ist ja ein Fenster. Hoffentlich reicht die Spiegelung aus, um mich zu sehen. Ah! Ich bin ein Junge geworden! Oh Mann. Jetzt geht's richtig krass ab. Was machen wir jetzt? Wir setzen jetzt hier in Kanto fest, so wie es aussieht, in Alabastia. Wie wir immer angefangen haben. Hallo Ash. Was soll das heißen, Ash? Mein Name ist Maike. Was? Ich werde doch wohl nicht wissen, wie mein Sohn heißt. Ich bin nicht ihr Sohn. Nicht zuletzt, weil ich kein Junge bin. Ich hab's doch gewusst. Was? Alter, muss er das wirklich reden in seinem Let's Play? Ohne Scheiß? Oh Mann. Ich krieg nicht mehr ein. Ich hab's doch gewusst.
Mein Sohn ist eine Transe. Was? Nein, bin ich nicht. Doch allein schon wegen deinem Traum, Pokémon-Meister zu werden. Kein normaler Mensch würde auf diesen Gedanken kommen. Ernsthaft? Dass die Mutter jetzt Ash natürlich tatsächlich jetzt Ash als eine Transe bezeichnet. Boah, diese piepsende Töne in der Musik bringen mich noch um. Ich will zurück nach Feuergrün. Was haben wir hier? Müsste hier nicht eigentlich Garys Schwester sitzen? Hast du ein Problem mit meinem Aussehen? Nein, mit der Tatsache, dass hier nicht Garys Schwester sitzt. Ich bin hier dein Busy, oder du? Oh Mann. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar die Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Sehr schön, die Technologie des Jahrhunderts. Gibt's da noch was hier? Ah, der ist blau. Oder Gary. Hallo Ash, Opa ist gerade nicht da. Ich glaube, es kommt dann bald ein großes Spin-off. Und das sind doch keine Gräser, what the hell? Warte, geh nicht raus! Hey Eich, was machst du denn hier? Draußen ist es gefährlich, ich will dir Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu beschützen. Komm, folge mir. Aber ich hab doch schon ein Pokémon. Nein, das kann nicht sein. Ich hab dir doch keins gegeben. Das habe ich auch nicht von Ihnen bekommen. Naja, nicht also hier in Alabaster, sondern in Knoblauchheim. Knoblauchheim? Nie von gehört. Naja, aber wenn du meinst, dass du kein Pokémon von mir brauchst, bitte. Naja. Wir können doch mal wieder zurückgehen und mal sehen, was dann als nächstes passiert. Hast du dich umentschieden? Willst du ein Pokémon von mir? Ja. Nehmen wir halt mal aus. Oh, da können wir jetzt eins dieser Pokémon wählen. Hier ist Shiggy. Wieder Sam und Lumanda. Ne, nehmen. Nimm mal Bisasam. Ash erhält Bisasam. Gary erhält Lumanda. Das ist Professor Eichs letztes Pokémon. Bisasam, das ist das schlechteste von allen Pokémon, die ich habe. Wieso ausgerechnet dieses? Ach, jetzt kommt wieder ein Kampf, oder? Ich weiß mit einem Kampf. Ziemlich chillige Musik. Aber wir sehen eh schon, wir haben den Michael Beck Sprite hier. Du bist sowas von geliefert. Da ich ein Schluck schon bereits habe. Muhahaha. Mist, ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Irgendwann werde ich doch schon noch besiegen. Naja. Was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt nur noch nach Norden gehen, und zwar zur nächsten Route. Route 1. Weil das ganze Gras weg ist. Warum das ganze Gras weg ist, wissen wir nicht, aber wir werden gleich rausfinden von den NPCs. Ich habe das ganze Gras geraucht. Jetzt haben die Pokémon kein Zuhause mehr. Wieso rauchst du jetzt das ganze Gras? Bist du auf Drogen oder was? Wie soll ich ohne Gras meine Pokémon-Sammlung vergrößern? Oh Mann, es wird immer skurriler, das Spiel, ohne Scheiß. Vertania City. Ich glaube, wir müssen jetzt normalerweise hier entlang, glaube ich. Ja. Aus Alabastia, oder? Professor Eich schickt dich, oder? Nicht wahr? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eichs Paket. Stand da gerade, Ash erhält Eichs Paket? Ich heiße davon auch nochmal Maike. Oh Mann. Route 1? Jetzt ist Route 1, okay. Wir gehen jetzt mal kurz wieder zurück zu Professor Eich, wie wir schon immer kennen im ersten Gen. Ich muss mal echt mal die erste Gen wieder mal let's playen, ne? Ich weiß ja selbst, ich habe ja Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli schon gezockt. Mit euch. Das war damals vor 2 Jahren. Na gut. Dann lass uns jetzt mal schnell zu Professor Eich gehen, mal sehen, was als nächstes passiert. Oh, hallo Ash. Du kommst gerade unpassend. Wollte ich jetzt meinen Mittagsschlaf halten. Wie, du hast ein Paket für mich?
Ash übergibt Eispaket. Das ist ein Spezial-Pokéball, den ich bestellt habe. Was ist, Opa? Hast du mich gerufen? Ach ja, ich wollte euch beiden einen Pokédex geben. Leider hatte ich nicht genug Geld für zwei Stück. Der spezielle Pokéball war zu teuer. Tja, Ash. Wer zu spät kommt, verpasst das Leben. Ich habe mir den Dex als erstes genommen, also gehört er jetzt mir. Spast. Was bekommen wir jetzt dann halt stattdessen? Und was ist das andere für ein Gerät? Das sind meine neuesten Erfindungen. Der Gameporter. Ach ja, was macht der? Den habe ich ursprünglich für GMS entwickelt. Man kann sich damit von einem Spiel in ein anderes porten. Vielleicht kann ich damit zurück nach Feuergrün porten. Kann ich den Gameporter haben, so als Ersatz für einen Pokédex? Ja, natürlich. Ich brauche den nicht mehr. Habe leider zu spät bemerkt, dass das hier kein Online-Spiel ist. Danach gibt es hier dafür natürlich keine GMs. Jetzt nimm dir das Teil und lass mich endlich meinen Niggerschlaf halten. Na gut, dann nehmen wir mal den Gameporter. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschrieben. Ne, warte. Da steht doch was zu stehen. Please choose game. Ach, verdammt, ich kann doch gar kein Englisch. Ach, scheiß drauf. Einfach mal auf einen Knopf drücken. Ich frage mich, wo wir jetzt porten werden, jetzt nun diesmal. Tetris? Really? Tetris? Alter. Boah, jetzt wurde ich schon wieder geblitzdingst. Also hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Also die Musik hier ist auch nicht viel besser als in Pokémon Blau. Wie lange muss ich mir diesen Kram noch reinziehen? Naja, den Zug hat er verhauen. Ja, eine Reihe ist weg. Was suche ich hier auf diesem Spielfeld? Jetzt bin ich hier zwischen schwarz-weißen Quadratschädeln gefangen. Na super. Oh, es sieht vielleicht gar nicht gut aus. Was passiert mit mir, wenn diese Reihe verschwindet? Sterbe ich dann? Was? Was geht denn hier ab jetzt? Sind wir jetzt etwa im Zelda-Universum? Wut! Wir sind in Hyrule! Aua! Hätte man die Landung nicht sanfter programmieren können? In Farbe, aber... Das ist nicht die Pokémon-Welt. Das ist doch keine Pokémon-Welt. Und ich bin doch immer ein Junge. Nee. Link, what the fuck, was machst du denn hier? In diesem Spiel? Hey, bist du nicht Zelda? Nein, ich bin Link. Wann lernt ihr Noobs das endlich? Seit wann kann Link reden? Der hat tatsächlich das Pokémon jetzt geklaut von mir. What the hell? Moment mal, das ist mein Pokémon. Du hast das fallen gelassen und ich hab's eingesammelt. In RPGs darf man immer alles behalten, was man findet. Also Pech gehabt. Na toll, und wie bekomme ich jetzt mein Pokémon zurück? Welches Pokémon hat er jetzt genommen? Er hat tatsächlich mein, Er hat tatsächlich jetzt meinen Bisasam genommen. Ich musste Zelda und meinen Pokémon zurückholen. Ich heiße Link, verdammt nochmal! Warum müssen die alles verwechseln mit Link mit Zelda, ne? Zelda ist doch kein Mann, Hylianer. Also ein männlicher Hylianer, sondern eine weibliche Hylianerin. Ich muss zurück zu Zelda. Mein Name ist Link, verdammt nochmal!
Oh Mann. Oh, das kennen wir schon selber aus, also diese Talchat kennen wir schon sehr gut von, Oracle of Ages und Oracle of Seasons, als auch bei, Link's Awakening, glaube ich, bei dem Game Boy Color. Du bekommst dein Pokémon nicht zurück. Aber er gehört mir. Das habe ich eben erst vom Professor Eich bekommen. Nee, halt, das war Professor Eiche. Damals wurde das eh noch nicht gestohlen. Oder Moment, in Pokémon Blau hieß er doch schon immer Eich. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Es ist genau wie damals, als ich Pokémon Diamant gespielt habe. Da haben die bei Professor Eibe auch nicht das E wegfallen lassen, wie es sonst immer üblich war. Bist du nicht der Protagonist eines Pokémon-Spiels? Wie kannst du dann ein Pokémon-Spiel gespielt haben? Hey, in diesem Spiel darfst du keine solchen Fragen stellen. Wieso kannst du denn zum Beispiel reden? Vermutlich hast du recht. Logik und Authentizität gibt es hier einfach nicht. Wo waren wir gerade eigentlich stehen geblieben? Du wolltest dein Pokémon zurückhaben, aber das kannst du vergessen. Dann werde ich dich eben dazu zwingen, sie mir wiederzugeben. Ach nee, jetzt müssen wir wirklich gegen Link kämpfen. Link schickt mich zusammen in den Kampf. Ich bin gespannt, was für ein Pokémon hat er noch. Ich glaube, das zweite Pokémon wird doch ziemlich interessant. So, Biss. Das Biss zusammen ist locker down. Okay, dein Pokémon war schwach. Aber jetzt musst du gegen mich kämpfen. Really? Really? Nicht dein Ernst, oder? Oh Mann. Okay, Link Level 20. Bogenschuss. Oh, Alter. Schwerthieb. Alter, da zieht sich der Scheffel ab. Schick eine Fee. Na klar. Ist logisch. Ist logisch. Diese komische Logik. Welcher Typ ist denn eigentlich Link mit der What the hell? Aquaknarre. Sollen wir mal Trank einsetzen? Eine Bombe nicht effektiv, okay. Aber das war's auch schon mit Link. Das war ziemlich easy. Gott sei Dank haben wir den Supertränke noch gesammelt. Ach, was soll's. Hier hast du dein Pokémon wieder. Es erhält bis er Samen. So, jetzt bleibt nur noch ein Knopf übrig. Hoffentlich führt der nach Pokémon Grün. Das war jetzt ziemlich krass, dass wir wirklich in den Zelda-Universum kommen. What the fuck? Ich bin wieder ein Mädchen. Hurra! Dann könnte ich also tatsächlich zurück in Feuergrün sein. Steinige Untereiland. Hier ist das nicht das geheime Hauptquartier von Team Shocket. Hier gibt es nichts zu sehen. Hey du, Rocket Rüppel. Du hast hier nichts zu suchen. Geh zu deinem Hauptquartier. Aber wir haben doch keins mehr. Die Urmel haben eine Revolution gestartet. Das ist nicht unser Problem. Und jetzt hau ab. Ach komm schon, Leute, wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fast dieselbe Uniform. Ja, weil wir sie geklaut haben. Ihr geklaut habt, ihr verdammten Modediebe. Oh Mann. Was hier abgeht, ist schon richtig krass gewesen jetzt. Ich habe die Extra-Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kamen diese Team Shocket-Typen. Ihre nächtlichen Technopartys hört man bis hierher. Also viel zum Thema Ruhe. Ich habe schon diese Gegend verlassen, um ein neues ruhiges Fleckchen zu finden. Sucht mich nicht. Gezeichnet der Einsiedler. Verscheucht von Team Techno-Shockets. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Oh, ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Uns. Techno-Shockets. Feed Maike. Bam! Alter. Es wird immer krasser. Na gut, mal schauen, was hier noch weitergeht. Wir haben noch extra 5 Minuten Zeit.
Oh, hallo, ich bin der Einsiedler. Sag mal, was hältst du von Team Shocket? Naja, sie haben einige Dinge gestohlen und die ich jetzt zurückholen muss. Du nimmst also mit ihnen auf? Hey, das gefällt mir. Dann sag... Dann ich mag sie auch nicht. Hier, ich helfe dir. In Ruhe ein wenig aus. Danke fürs Heilen, mein Lieber. Kennst du eigentlich den Weg zum Hauptquartier? Nee. Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen dieser Insel. Versuche mit der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und suche den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in die Höhlen gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang von unten unteren Ebene suchst. Naja, wir werden das im nächsten Part machen, Leute. Es wird wahrscheinlich doch jetzt nicht der letzte Part sein. Aber mal sehen, was uns jetzt als nächstes erwartet. Na gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann werden wir dann weiter... mal nachschauen, was da abgeht. Falls euch dieses verrückte Part gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, wäre sehr nett von euch. Denn Support ist natürlich kein Mord. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Feuergrün. Haut rein, macht's gut und ciao, euer Red Pocketendo.